Herzlich willkommen Leute bei mir im Recovery Massage Studio. Heute haben wir wieder einen neuen Ehrengast hier. Enfresh, ihr kennt ihn alle. Was geht ab Leute? Ich freue mich, dass du heute meine ganzen Knochen brechen kann. Er sagt, er soll mir alle Knochen brechen. Aber was meinst du? Ja. Weil wenn man so die Kämpfe sieht, würde ich sagen, er bricht eher mir die Knochen. Aber weißt du, erzähl mal, was hast du denn für Beschwerden? Ach, du weißt doch, Kampfsportler, du weißt doch, die Storys als Kampfsportler haben immer irgendwie Verspannungen, Schmerzen. Und bei Boxern ist immer Schulter das Problem, Knie. Und ich muss wirklich sagen, das ist bei mir auch so bestätigt. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich hoffe, dass du auch heute ein bisschen alles lockern kannst für mich. Sehr gerne, legen wir los. Sehr gerne, let's go. Let's go. Also, was machen wir hier? Wir machen Ben ihm schön seine Faszien frei. Hier schön am Schlüsselbein entlang. Also ich spüre das so, das ist richtig spannend. Zieht's dorthin, wo du auch Schmerzen hast, oder ist es nur an der Stelle? Ja doch, also ich merke auch so, dass es richtig verspannt ist. Wir wollen, dass der Nerv frei arbeiten kann und nicht eingeengt ist hier. Und deshalb lösen wir hier erstmal schön langsam und dann immer intensiver, ja? Ganz wichtig, bitte alle liken. Liken, was das Zeug hält, abonnieren, was das Zeug hält. Was machen wir? Wir ziehen an deinem Hals. Wie fühlt sich das an? Ja, angenehm erstmal. Angenehm? Jo. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Was isst du gerne eigentlich an afrikanischem Essen? Oder du weißt nicht, was ich sage, Fufu. Ehrlich? Willst du? Nein, ich kann das Jollof sagen, kannst Achake sagen. Ich kenne mich. Achake ist zu lecker, ne? Plantain. Aber Achake ist zu lecker mit Fisch, Zwiebeln. Magst du Zwiebeln? Ich liebe Zwiebeln, ich liebe diese dicken Zwiebeln. Kennst du das? Kennst du Hajia? Ja, Hajia kenne ich. Wenn du da hingehst, hast du mal da gegessen? Ja. Die geben mir so ein dickes Stück Zwiebel, aber diese dicken Zwiebeln. Das ist einfach so eine dicke Zwiebelscheibe. Du beißt einfach. Ja, du hast einfach so eine dicke Zwiebelscheibe auf dem Teller. Und diese dicken Fleischtomaten auch so eine dicke Scheibe. Auf hier, friss und werd stark. Ich muss sagen, die härtesten werden hier weich bei Walid. Also Leute, wenn ihr ein hartes Herz habt, kommt zu mir, lasst euch von mir behandeln. Ich mach euch wieder weich. Ich mach euch wieder weich. Wann hast du wieder Vorbereitung? Ich denke mal, nächstes Jahr sollte ich wieder kämpfen. Gegen wen? Weiß ich noch nicht. Aber ich komme auf jeden Fall davor nochmal hier hin. Ich brauch das. Kannst du darüber reden? Darf man? Weiß ich gar nicht. Ja, natürlich. Also nächstes Jahr ist geplant, wieder zu kämpfen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt bei Mo Abdallah und Sinan G kämpfen, aber... Gegen wen? Ja, ich habe keinen Gegner bekommen. Das wäre jetzt so eine Sache, die hätten dann gesucht für mich. Weißt du, ein Gegner? Würdest du vom Gewicht her mit den beiden zusammenpassen? Ja, Mo Abdallah ist Schwergewicht und Sinan G ist Schwergewicht. Dann mach doch mal so ein Dings. Kennst du das in Polen, wo drei Leute gegeneinander kämpfen? Muss das sein? Ob ich soll gegen beide kämpfen oder was? Nein, ich mach nur Spaß. Ich habe keine Chance gegen Sinan und Mo Abdallah gleichzeitig. Oder einzeln enthalte ich mich. Okay. Auch wenn beide wären, enthalte ich mich Spaß. Man darf nicht, ich will nicht zu viel reden, weißt du? Ja, jedenfalls, also ich finde das auf jeden Fall heftig von Sinan G, dass er gegen Mo kämpft. Weißt du, was ich meine? Weil keiner traut sich das, Digga. Stell dir mal vor, was, also ich, mir fällt kein Rapper ein, der sich trauen würde, gegen einen Profi Kickboxer zu kämpfen, weil du weißt, Mo Abdallah hat bei Glory gekämpft, ne? Mhm. Einer der größten Organisationen. Und Digga, Sinan G kämpft einfach gegen Mo Abdallah. Das ist schon Respekt. Ben tut das wie, wenn ich hier so reinrück. Ja, geht. Ist noch aushaltbar. Von 1 bis 10 welche Stärke? Ich würde sagen, von 1 bis 10 würde ich sagen, wenn du jetzt so drückst, 6. Okay. Und jetzt wird's da. Wenn du, jetzt würde ich sagen, 8. Okay. 8? Also wie gesagt, ich sag so, Mo Abdallah hat ja nichts anderes gemacht. Er war ja immer schon Kämpfer. Und der Sinan G ist ja Rapper, wie wir eigentlich wissen. Ich kenne beide gut. Deswegen, ich enthalte mich, aber möge der bessere gewinnen einfach. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch da sein in Oberhausen. Wen gönnst du es mehr? Oh, das ist auch so eine Frage. Kann ich nicht beantworten. Und bei dir, also bei dir? Wenn du beide als Patienten haben möchtest, also, enthalte dich auch, Digga. Also nee, wenn ich ehrlich bin, natürlich genau dasselbe wie du sagst, ne? Ja. Der eine ist Profi-Kampfsportler, der andere ist ein Rapper und YouTuber. Ja. Also ich verfolge auch beide nicht, ne, muss ich dazu sagen. Ja. Ich würde aber einfach so, wenn einer mich fragen würde, sagen, der Kämpfer natürlich, ne? Mo Abdallah in dem Fall. Ja. Bandits Marie Talk. Ja.
der ganze Beef bei dir mit Kamran, den haben wir alle mitbekommen, haben wir alle gesehen, war ja überall immer Thema. Ja. Was war genau los? Also warum habt ihr euch so gebieft? Dann habe ich irgendwann mal gesehen, auf dem Kiez hat er einen Stuhl, oder ich, du hast einen Stuhl geworfen oder er hat einen Stuhl geworfen, dann Leute und dann weiß man nicht, gab es eine Rangelei. Ja. Was ist da überhaupt vorgefallen? Warum ist das Ganze so eskaliert? Ich sollte ja eigentlich nur wie zwei Gegner gegeneinander kämpfen. Ja. Also wir haben ja schon mal gekämpft, Kamran und ich, und das war bei GMC. 2019 war das, hier in Hamburg. Und da hat der Kamran gewonnen durch Split Decision, heißt zwei Punktrichter waren für ihn und ein Punktrichter war für mich. Aber in diesen 15 Minuten hat Kamran, Digga, mein Gesicht gar nicht getroffen, weißt du, was ich meine? Und hatte den Kampf trotzdem gewonnen. Und jeder war auch in der Halle so geschockt. Kommentator meinte auch so, was haben die Punktrichter, haben die Tomaten auf den Augen oder was? Oder warum haben die das Kamran gegeben? Und das war so ein Faktor, weil ich, guck mal, ich bin Sportler, ich mache nichts anderes. Dann habe ich gesagt, guck mal, wir müssen eine Revanche machen. Für mich, du hast gewonnen, aber das war ein geschenkter Sieg. So. Ist das so Streitereien geführt, so, weil er wollte da nicht. Er meinte, Digga, ich soll 20.000 zahlen, damit ich gegen ihn kämpfen kann. Weißt du, was ich meine? Ich dachte mir so, Digga, unser Kampf, wir haben nicht mal 5.000 verdient. Wie soll ich dir 20.000 zahlen, damit ich eine Revanche gegen dich bekomme? Und wir haben uns auch auf privat auf Instagram weiter gestritten. Und die Sache ist komplett eskaliert. Und dann hat er mich beleidigt, ich ihn. Und dann meinte er, ja, wenn wir uns sehen, dann wird es eskalieren. Und ich auch so, ja, wenn wir uns sehen, wird es eskalieren. Dann haben wir uns irgendwann mal auf den Kiez getroffen. Und dann ist es auch so eskaliert, da wo er Messer gezogen hat und ich habe dann halt reagiert, indem ich einen Stuhl genommen habe, weißt du? Und meine Sache wurde nur aufgenommen, weil ich bin Person des öffentlichen Lebens. Ist auch klar, wenn jemand was macht, der bekannt ist, das wird direkt festgehalten, checkst du? Und da, wo er sein Messer gezückt hat und Leute geschrien haben, so, ja, ich pack dein Messer weg und so, keiner hat das aufgenommen. Und dann ist die Polizei später gekommen und ich habe Handschellen bekommen. ich hab Handschellen bekommen, die haben mich so behandelt, als wäre ich auf den Intensivtäter. Ja, Digga, das mit Kamran und mir, das ging schon seit 2019 und zum Glück, ich will auch nicht so weiter detailliert eingehen, weil sonst pennst du hier ein. Zum Glück ist es vorbei, weißt du? Jetzt kann man sich die Hand geben, so, wir können niemals, glaube ich, so an einem Tisch sitzen und was essen, aber auch diese ganze Streitereien, auch außerhalb des Ringes und so, alles ist jetzt zum Glück begraben, weißt du? Und jetzt kann man sich weiter konzentrieren, weil das war immer so ein Punkt, weil wir kommen ja beide aus Hamburg. Seine Leute gegen meine Leute, wenn ich ihn immer gesehen habe, weißt du, ich meine, dann seine Leute gegen meine Leute und das hat einfach nicht gebockt, weißt du? Und zum Glück haben wir das jetzt so klären können. Und das war jetzt leider nicht MMA, sondern Boxen. Ich wollte einfach nur den Leuten zeigen, dass ich besser bin als er, weißt du? Ja, ich habe in der dritten Runde gewonnen beim Boxen jetzt, also durch ja, K.O., ja, weil er aufgegeben hat, ne? Die vierte Runde hat gar nicht stattgefunden, weißt du, weil er dann, ich habe ihn angenockt und dann, oder? Ja, TKO steht im Boxrack, ja. Aber krass, also nochmal zurück, ich glaube, das ist das Interessante für viele, ich fand es auch interessant, ja. Ihr habt nicht mal 5.000 bekommen, ja. Gab es eine Prämie, die für den Gewinner wahrscheinlich höher war als für den Verlierer? Nee, also bei GMC nicht. Aber war beides gleich? Ja, ja. Ja? Also, wie fühlt sich rechts jetzt an, jetzt im Vergleich zu links, guck mal. Ich check das mal jetzt ab, ein bisschen. Also es ist jedenfalls lockerer, fühlt sich besser an, als hättest du irgendwas gelöst. Kommt jetzt schön. Weißt du? Da war so eine Knote, ja. Und du hast es jetzt irgendwie gelöst. Geil. Und das wollte ich erreichen, Leute. Das kennt man nicht anders von hier. Wir lösen die Blockade. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen deine hintere Schulter auf jeden Fall. Ja. Ganz wichtig bei Boxern, vor allem durch diese Deckung halten. Ja. Spannt man die oft an und dann macht der Muskel irgendwann dicht. Die Leute haben dort Beschwerden. Würde ich gerne bei Masseuren öfters sehen, die vor allem Kampfsportler behandeln oder Leute, die Beschwerden mit der Schulter haben. Leider sehe ich das nicht so häufig auf Social Media. Natürlich. Ne? Also es gibt immer so diese paar Leute, die brüsten sich so ein bisschen damit. Ich wollte eigentlich gegen niemanden schießen. Ich tue es auch nicht. Ich sage nur, Leute, wenn ihr eine Sache macht, macht es bitte ordentlich. Massieren. Ich meine, ich habe ja auch schon mal massiert. Ich halte das nicht mal eine halbe Stunde aus, jemanden zu massieren. Wie machst du das eigentlich? Also die Finger härten irgendwann ab. Ich meine, du gehst zum Training, trainierst auch 12 Runden, machst du Boxsack oder Pratzen. Ja. Schaffe ich jetzt auch nicht. Na, aber wenn du das okay. Regelmäßiger machst, genau, du gewöhnst dich dran. Ja, okay. Und das ist das. Also
ich sage immer, es ist kein Hexenwerk. Jeder kann das lernen. Wenn ihr auch Bock habt, das zu lernen, dann schreibt mir gerne für 50.000 Euro pünktlich. Bring ich euch alles bei. Hintere Schulter, merkst du, machen wir dich schön frei. Zieht sie in den Arm rein. Ja, ein bisschen. Leute, liken, teilen, folgen, abonnieren, entblocken. 40, fühlt sich das überhaupt an? Noch nie gemacht. Noch nie. Und wie fühlt sich das an? Wie kannst du das, wie würdest du das beschreiben für die Leute? Ich dachte immer so vom Aussehen, also das ist voll angenehm, aber das zieht vom Dings, Digga. Fühlt sich an wie so ein Staubsauger, den ja, man ja so durchgeht, ne? Tschüss. Tschüss. Krank. Oh shit! Heftig, ne? Perspektive kocht. Oh. Hallo? Aber er hat trotzdem was. Jetzt? Oh! Heftig! Kranker Schwanz. Echt jetzt? Ja. Hä? Boah, ist das schon laut? Geil, ne? Ich check das nicht, Digga. Leute, wir sind fertig. Benni, wie fühlst du dich? Ich muss wirklich sagen, ich fühle mich wie neugeboren. Ja, also das war auf jeden Fall kein Fehler, hier gewesen zu sein. Ich fand das auf jeden Fall richtig geil. Ich kann es nur empfehlen, alle, die Kampfsport machen, generell Sportler sind, kommt hier hin und lasst euch auf jeden Fall von Bali Knochenbrecher brechen. Abonnieren, teilen, liken, Freunde, genau. Bitte. Auf Instagram, Ben auf Instagram, auf TikTok. Instagram, WhatsApp. TikTok. Okay, what? Auf jeden Fall supporten, supporten, supporten. Leute, beim nächsten Video zeige ich euch ein paar Tipps, wie ihr Leuten mit bestimmten Beschwerden helfen könnt. Die kann jeder ganz einfach zu Hause nachmachen, braucht auch keine Angst haben. Und ja, seid gespannt. Wird euch auf jeden Fall in eurem Leben weiterhelfen.